Action. Maske. Schnell. Hallo Freunde. Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben ein schönes Paket bekommen. Ein großes Paket, ein schweres Paket, ein Spendenpaket. Und wenn das alles stimmt, was der Kollege so geschrieben hat, übrigens musst du nochmal recherchieren, wer das war. Das war es hier unten so. Wir zeigen es dann hier. Mache ich. Und wenn das wirklich so stimmt, sind da feine Sachen drin, die wir gut gebrauchen können. Er hat geschrieben, wegen Hobbyaufgabe abzugeben und alles für lau und gratis. Das ist, freut mich sehr und meinen Kollegen auch. Wir werden viel Spaß damit haben und ein schönes Spendenpaket ist immer eine feine Sache. Das muss man auch mal ein bisschen würdigen. So, ich werde jetzt mal darauf achten, dass wir jetzt hier die Adresse nicht so direkt zeigen. Das tue ich dann so. Rausschneiden. Gut. Zuallererst schneiden, dann dauert das Video wieder 3 Monate. Die Leute warten. Ich brauche erstmal zur Beruhigung einen kleinen Tee und den habe ich jetzt frisch gebrüht. Oh, gebrüht, ja. Ihn brühen, das kenne ich. Na jedenfalls, ich habe ein bisschen mit Hals. Ich hoffe, es ist keine Corona, sonst werde ich mich bald mächtig schnell sterben. Oh. So. Tee. So, Nummer 1, fangen wir mal hiermit an. Das hat mir jemand geschenkt, so Spaß. Grüße gehen raus an Lukas, der eifriger neuer Abonnent geworden ist. Und wir machen ja hier keine Parteiwerbung. Vielleicht musst du das dann hinterher verpixeln. Oder schreib es andersrum oder was weiß ich. Hat er mir so in die Hand gedrückt als Spende. Aber Lukas, dieses leer. Also, wenn, ich weiß ja, die Gaspreise sind ganz schön in die Höhe geschnipst, aber ich hatte mich einfach ein volles gefreut, dass ich mir zu Hause ein bisschen warm machen kann. Und dann, ich sag mal so, eine Partei, die dieselbe Farbe benutzt wie die Handwerker in ihrer Werbung für unser Herz schlägt fürs Handwerk etc. kann ja nicht verkehrt sein. So, Dankeschön, nehme ich immer gerne. Grüße gehen raus an Felix. Oh, die Katze, hörst du das? Mhm. Miau, miau. Soll schnell gehen? Ja, die kommt dann freiwillig nicht raus. Ach so. Die Katze ist reingegangen. War den ganzen Tag draußen, will unbedingt schnell rein, um hinter der Tür das Katzenklo aufzusuchen und dann will sie wieder raus. Irgendwas stimmt da nicht richtig bei der Katze. Kann sie das nicht im Garten erledigen? Naja, also, das ist so. Wenn man auf dem Polenmarkt immer schön Zigaretten kauft, kriegt man ab und zu mal so ein kleines Gimmick oder Giveaway. Und da hat er eben so Messerchen gekriegt. Kriegt man da ab und zu. Das schauen wir uns jetzt mal schnell an. Ist es noch original zu? Da freut man sich doch. Hat er gleich an mich gedacht. Und hat mir das gespendet. Mann Feng. MF. Also ist ja made in China natürlich. High-Grade Stainless Steel Knife. Oh, das ist Hightech und Raumfahrttechnologie. So. Ganz in der Art hatten wir schon mal ganz ähnliche, auch schon mal gereviewt vor Jahren, würde ich sagen. Hier hinten mit dieser typischen Sicherung wieder dran, die sich in der Hosentasche sowieso auf und zu aktiviert. Diese Sicherung hier hinten dran stellt sich so leicht hin und her. Wenn man das in die Hosentasche schiebt, dann schnappert es wahrscheinlich trotzdem auf. Und ganz von der Art her hatten wir schon einige, würde ich sagen. Obwohl mit so einer gebogenen Klinge, ich weiß nicht. Aber eigentlich waren die nicht verkehrt. Oh. Also ich würde mal so sagen, Leute, Pappe schneidet es. Also wenn man so mal guckt, hier zack. Also stumpf ist es nicht. Und für gratis nimmt man das doch gerne, würde ich mal so sagen, beim Zigarettenkauf. Ja, das ist doch okay. Also es ist ein Messerchen, ist okay. Und ich glaube, der Gesetzgeber hat dagegen auch nichts. Ein böses Springmesser. Boah. Und hier ist halt die Sicherung hinten dran. Naja, ja, dann geht es nicht auf. Also ich würde sagen, feines Teil. Felix, freue ich mich drüber. Kommt in die Sammlung. Auch eine schöne Spende.
Hat er leider an mich gedacht. So, jetzt kommen wir mal zum Hauptgewinn. Hm. Hals. So. Ich werde das hier mal kurz unkenntlich machen. So. Steht da vielleicht noch irgendwas bei? Hermes. Hermes-Quittung, bla bla bla. Okay. Aha. Ui, das ist aber auch irgendwie weit weg. Hildesheim. Das ist nicht um die Ecke. Schön. Da freuen wir uns drüber. No? Und jetzt kommt der spannende Moment, worauf ich übrigens seit 2 Wochen warte. Ich glaube, das liegt schon so lange hier auf Halde bei uns. Wir hatten immer keine Zeit für Videos etc. Und der Kollege hat ja noch nicht mal die anderen Videos in epischer 1-Stunden-Länge jeweils hochgeladen, weil die Technik da irgendwie gar nicht mitmacht. So, und jedenfalls harren diese Videos noch der Bearbeitung. Oh, ich glaube, hier sind wirklich schöne Sachen drin. Oh, schöne Sachen drin. Fangen wir mal an. Das fetzt ja. Ein schönes Zweibein. Guck mal hier. Und ein hochwertiges. Naja, was du unten in die Schiene einspannst, unterm Vorderschaft oder irgendwo. Und dann alles mit Federtechnologie. Jetzt frage ich mich mal gerade mal, schnappert das jetzt schön auseinander oder mache ich jetzt was kaputt? Ja, guck mal hier. Aua. Ich hab's gewusst. Die Feder ist sehr straff. Gleich die Pfote eingeklemmt. Das macht sich natürlich besser, wenn es am Gewehr dran hängt. Verletzung. Requisite. Wir brauchen den Ersthelfer. Sehr schön. Also da freue ich mich drüber. Da freue ich mich echt drüber. Das ist ja ein feines Teil. Jetzt brauche ich so eine kleine Regel, die ich mir unter das Luftgewehr basteln kann. Oh. 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 Das war nicht schön. Hm. So. Das ist doch ein feines Teil. Da freuen wir uns drüber. Also in Stil-BBs, Bibis sagt man ja, die hatte ich bisher auch noch nicht gekauft. Ich glaube, wir hatten ein paar in Alu mal da, ne? Aber Stahl? Wir werden es jetzt gleich mal testen. Ich glaube, die sind eh dafür zu klein. Ne? Dafür. Oder ein Stein tut es auch, ne? Na, nicht getroffen. Eine Sache, du. Da freuen wir uns drüber. Damit werden wir viel Spaß haben. Was ist das Schönes? Das sind Pistolengriffe. Von Fittichhoff. Nanu. So, Papier brauchen wir auch. Hier wegen verstärktem AUW hier vorne. So. Was ist das? Man muss ja immer vorsichtig reingucken, nicht, dass doch irgendwas drin ist, was nicht richtig ist. Oh, das ist ja eine schöne. Soll das wirklich Troika heißen? Troika Lightwork? Eine Troika. Das ist ja russisch eigentlich. Oh, leuchtet, geht. Und ist das hier nicht an der Seite auch noch Dioden dran? Nee. Irgendwas hast du hier für eine Bewandtnis? Hier? Da müssen wir noch rauskriegen. Aber da freue ich mich drüber. Das ist eine schöne Taschenlampe. Das ist eine schöne Lampe. Was ist das? Just for fun. Lippstadt. Das ist ja auch nicht gleich um die Ecke. Eine Gassignalpistole, Kaliber 6 mm. Made in Germany. Rekord. Das fetzt ja. Ey, das habe ich auch noch nicht gesehen. Kaliber 6 mm. Zum Signalsterne verschießen. Das Modell kenne ich gar nicht. Ich glaube, das ist eher so eine Art Notsignalgeber gewesen.
Handhabung. Hahn spannen, Patronen einlegen. Hahn spannen wollte ich eben, ging nicht. Die ist noch eine Sicherung verbaut, oder? Ah, doch, geht. Ist ja raffiniert. Hier kommen die 6mm Patrönchen rein. Also das Modell kenne ich, wie gesagt, nicht. Firma Rekord sagt mir was. Aber ich hätte jetzt nicht beschwören können, ob es die überhaupt noch gibt. Was hier interessant klingt dabei, nach dem ersten Schuss spannt sich der Hahn automatisch. Patronenhülsen werden auch automatisch ausgeworfen. Es können Signalsterne von 10 bis 15 mm verschossen werden. Ja. Fetzt ja. Das ist ja raffiniert. Also wie gesagt, das müssen wir nochmal genauer... untersuchen. Wir werden das Ding natürlich Probe schießen. 6 mm müsste ich da haben, im Fundus. Das ist was Feines. Also da bin ich stark begeistert von dem Kollegen hier. Zielscheibe. Ja, reichlich. Können dann in unserer Scheibenhalterung benutzt werden. Die wir letztens hier vorgestellt haben, da unseren Pfahl da hinten. So, was haben wir noch? Gaskartuschen, also CO2 für diverse Luftpistolen etc. Feine Sache, kann man immer brauchen. Da haben wir jetzt schon einen ganz schönen Vorrat, den wir brauchen in nächster Zeit keine mehr kaufen. Die Technik streikt massiv, unser Hartz IV Stativ ist nicht in Ordnung, wir brauchen ein neues. Ein Vorderschaftgriff. So. Dann, was haben wir hier? Ich bin gespannt. So. Oh! Guck mal hier, ein geiles Zielfernrohr. Ich glaub's bald nicht. Guck mal hier. Vorsichtig. Guck dir das an. Und was für ein Teil. Ob das jetzt gut oder weniger gut ist, das müsst ihr einschätzen. Ich habe noch nie ein echtes Zielfernrohr gekauft, sondern immer nur die genutzt, die günstig beim Luftgewehr dabei waren. So. Für mich sieht das sehr profimäßig aus. Oi. Aha, war richtig rum. Gut. Mein Auge macht nur nicht richtig mit. Wofür ist das? Das ist so eine Art Schutz oder sowas. Gut. So. Aha. So. Oi, das gefällt mir. Das ist ja was Feines. Mit einem richtigen Superfadenkreuz und hast du nicht gesehen. Und ich glaube Strichplatte heißt das. Wenn wir zum Entfernungen schätzen etc. Also in meinen Augen ist das was Schönes. Da freue ich mich drüber. Firmenname steht jetzt nicht drauf, doch hier. MacTech, wie wird das ausgesprochen? MC Tech. Das gefällt mir. Das ist ja was Schönes. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Das ist was Feines. Hatte ich noch nie gehabt, sowas. So. Ein Stückchen aus der Teetasse. Ach hier. Das sind die Kugeln für die Schleuder. Stahlkugeln für Steinschleuder, genau. Unbenutzt. Noch original zu. Fox Outdoor. 8 mm, 200 Stück. Na, da muss es einen Internethändler geben, der heißt Max Fuchs AG. Da ist auch das andere hergekommen. Da freue ich mich drüber. Ja, die können wir hier verballern auf dem Grundstück. Verseuchen wir die Umwelt mit Stahlkugeln, die vor sich hin rosten. Rubberballs heißen die, glaube ich. Ich habe mir die echt schwerer vorgestellt in echt. Sehr leicht. Es steht jetzt nicht unbedingt da, wie groß die sind. Das müsste ich austesten, ob die vielleicht in unsere Vorderlader reinpassen. Wo ich dir mal gezeigt habe bei einem Video, wie man da auch mit Plastikkugeln schießen kann. Für dieses Indoor-Shooting-System. Sieht mir fast genauso aus, obwohl sie etwas leichter sind. Aber das dürfte ja dem Spaß nicht abträglich sein. Feine Sache, freuen wir uns auch drüber. So. Ey, sind feine Sachen drin, du. Das ist ein ganz feines Päckchen. So, da werden wir mächtig Spaß haben, um hier irgendwas
zu reviewen oder zu zerstören. So, was ist das? Das ist ja schön. Guck mal hier. Oi. So was Ähnliches wollte ich schon mal bestellen vor Ewigkeiten. Das ist so ein Mini-Messer, womit man Pakete aufreißen könnte. Und ja, und das hier. Ein kleines Messerchen von Black Fox. Ja. Ob das eine angesagte Firma ist, weiß ich gar nicht. So ein schönes Messerchen, guck mal hier. Da können wir doch mal auch noch irgendwann noch mal so einen kleinen Schnitttest machen und mal gesondert von nahen in die Kamera reinhalten. Das ist jedenfalls ein feines Teil direkt für die Vitrine. Oh. Aline, die Tüte ist schon gut. Das ist eine wiederverschließbare Einfriertüte. Kann ich gut gebrauchen. Das kann ich auch gut gebrauchen. Kannst du als Thumbnail nehmen. Ja. Tüte ist auch gut. Schöne Sachen. Was ist das? Ui, das ist ein Kroni. Das hat er vorher reingeschrieben. Und das kostet ja auch schon richtig Geld, wenn man sich so ein Teil zulegt. Deswegen haben wir das auch noch nicht gemacht. Jetzt können wir mal die Sachen testen, die wir so da haben. Warte mal. Die kannst du auf ein Stativ schrauben. Dürfte sogar an die Schraube passen, die an dem dran ist. Scheinbar, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die Batterie ist hin. Chronograph, ja, und jetzt geht's aus. Ja, ich weiß nicht, das muss ich mir mal belesen. Ist ja eine ganz raffinierte Sache. Ob man da vorher noch irgendwas einstellen muss, etc. Ah, hier kommt ein 5,0 Volt Micro-USB rein. Ich denke mir mal, das muss dann an die Stromversorgung angeschlossen werden. Also da freuen wir uns drüber. Das ist wirklich was ganz Feines. Wollten wir schon lange haben, haben es aber nicht gekauft. Ja, wegen, naja, ihr wisst ja, teures Hobby. So, ja, da freue ich mich ja echt. Feine Sachen, ein feines Paket. Ui. Ui. Das ist so ein Red Dot. Entschuldigung. Was du auf die Knarre montierst. Mal schauen. Ich würde sagen, das ist ohne Vergrößerung. Und wie man das aktiviert, muss ich noch rauskriegen. Das schnallst du jedenfalls oben drauf auf die Schiene. Hier stellst du ich muss auch rauskriegen, wie man das aktiviert. Da muss irgendwo noch An- und Ausschalter sein. Ich will jetzt hier nichts kaputt machen. Jedenfalls kannst du den Leuchtpunkt dann auch noch verschieben, natürlich, daher die vielen Schräubchen rechts und links. Das ist eine ganz feine Sache, das müssen wir unbedingt mal austesten, du. Da muss ich mich mal schlau machen. Ja, hier müsste man noch drehen können. Jetzt doch. Scheinbar ist ja doch irgendwo die Batterie drinnen versteckt, die Knopfzelle. Das ist ja eine feine Sache, du. Das ist ja eine feine Sache. Mei, da freue ich mich drüber. So, wie kriegst du das wieder aus? Habe ich es deaktiviert? Jetzt ist es aus. Du, das ist eine feine Sache. Das Teil kostet auch Geld. Und zwar richtig. Das ist eine feine Sache. Da freue ich mich. Da werden wir Spaß haben damit. Schutz wieder drauf. Ja, der Kollege hatte irgendwie in die Nachricht geschrieben, dass er das Hobby aufgibt. Ich denke mir mal, er war begeisterter Airsoftler. So, was ist das Feines? So. Also so ein, das ist ja bisher Spitzenreiter bei Päckchens. Oh, das ist was Schönes.
Das ist, damit sichert man die Waffe vor unbefugten Zugriff. Also, mei, das sieht da sehr technisch aus hier drinne. Man kann dann damit den Abzug sperren. Ey, das ist ja raffiniert. Also so ein Ding hätte ich mir ja wahrscheinlich im Leben nicht zugelegt. Zwecks, die waren früher richtig teuer. Weißt du, wo das rankommt? Genau. Da, wo der Abzug ist, da sperrst du das gesamte Teil und man kann dann das dann so. Und wenn du das Schloss hier aufbohrst, aufhebelst, hast du auch immer wieder die Gefahr, dass du die Knarre beschädigst. Ne? Das ist eine feine Sache. Die haben früher auch richtig Geld gekostet, die Dinger. So. Oh, hier ist noch was Schönes. Ein kleines Paket. Was ist das Feines? Das ist eine Powerbank, oder? Output, Input, Output. Ja. Lithium-Ionen, Batterietyp, bla bla bla, Kapazität. Oh, irgendwas steht da drauf. 3,6 Volt, 7500 Milliampere. USB. Achso, es sind mehrere Ausgänge. Schön. Darüber freue ich mich doch auch. Mal gucken, was das Ding für Leistung hat. Weil ich habe festgestellt, dass meine ziemlich schnell, die ich habe, aufgeben. So. Hier ist noch mein Knöpfchen dran. Ui. Du, das Ding ist sogar voll. Ich kann mein Handy laden. Das Ding zeigt an 99% in digital. Hier oben ist ein richtiger, so ein richtiger schöner kleiner Bildschirm. Das wirst du nicht sehen. Also hier. Da zeigst du dann digital an, wie viel drin ist. Und weiter. Also glaubt mir, hier ist ein kleiner Bildschirm drauf, der zeigt euch aktuell an, in digital Zahlen, wie viel noch drin ist. Schön. Gefällt mir. Kann ich echt gut gebrauchen. Ja. 7500 mA. Ob das nur viel oder wenig ist, kann ich gar nicht beurteilen. Output 2,14 und dann nochmal, oh, meine Augen sind im Eimer. Und hier steht nochmal dran 1 Ampere. Also zwei verschiedene Ausgänge. Das Papier wedelt weg, das ist nicht gut. Freue ich mich drüber, kann ich echt gebrauchen. Kann gleich das Handy angeschlossen werden. Jo, was haben wir hier noch Schönes? Das ist ja schön, guck mal hier. Das ist ein, warte mal. Wie rum wird das nochmal montiert? Das ist ein Ziel. Genau, so. So wird es montiert. Du schießt hier auf die Ente, sie fällt um. Jetzt schießt du wieder hier hinten drauf und dann klappt die Ente wieder hoch. So funktioniert das. Das wollte ich auch schon immer mal haben. Das ist doch ein feines Teil. Habe ich in der Form noch nicht gesehen. Ich kenne das als so große Kästen, wo 3-4 Enten drin waren. Zum Beispiel. So. Können wir uns hier draußen oben drüber auf den Flock montieren? No. Aber ich glaube, bei meinen Augen ist es, glaube ich, besser. Wir müssen irgendwie die Ente farblich kenntlich machen. Und hier hinten dieses kleine Teil hoch, damit man überhaupt was trifft. Also da freue ich mich drüber. Leute, ich muss mal so sagen, das ist ein ganz feines Paket. Ein sehr feines Paket. Vielen Dank nochmal an den Kollegen, der uns das gespendet hat. Wir nehmen natürlich auch die böse Fingerfalle in Kauf. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die sich am zwei Beinen den Finger verletzen. Die Feder ist wirklich sehr straff. Also da freuen wir uns drüber. Richtig eine feine Sache. Das muss ich mir noch mal ganz genau zu Gemüte führen. Das ist richtig ein feines Teil. Also ich hätte mir jetzt beinahe die Pfote noch mal eingeklemmt. Warte mal. So und so. Und dann hast du ja hier auch noch mal bestimmt mittels Schnapp und irgendwie. Aha, zack, siehst du das? Draufdrücken. Also ohne Beschreibung ist natürlich schwer. Der scheint ein bisschen zu klemmen. Ah, hier ist die Feder nicht in Ordnung. Du, das ist ein feines Teil.
Da freuen wir uns drüber. Wie klappt man es wieder ein? Nochmal drauf drücken? Ja. Einrasten lassen? Zack. Jetzt geht's. Es muss nur richtig rumstehen, dann funktioniert's. Also, eine feine Sache können wir unter irgendein Luftgewehr drunter montieren. Und das Zielfernrohr natürlich, der Reißer. Ich sag mal so, wir sind begeistert. Wir müssten uns mal anschaffen, habe ich mir überlegt, wir brauchen so eine Kanal-Autogrammkarten. Die könnte man dann wenigstens mal zurückschicken. Das wird mal deine Aufgabe sein, so ein schönes Foto. Irgendwie so, ne? Du wirst. Und dann wenigstens so symbolisch als Erinnerung dafür, dass man Kanalunterstützer ist. Kanalunterstützer der ersten Stunde. Apropos der ersten Stunde, ich muss mich nochmal ganz dringend bedanken bei Steuni, der mir letztens einfach mal, ich glaube, um die 20 Euro hat er geschickt. Ich konnte es dann gar nicht mehr so richtig verifizieren. Ich hatte jedenfalls hohes Datenvolumen hinterher. Einfach so vorbeigeschickt in der Not. Da muss man mal sagen, hoch die Teetasse. Sollten wir uns jemals mal über den Weg laufen, gebe ich ein paar Pfandflaschen ab und lade ich mal auf ein schönes Bier ein. Eine feine Sache, aber muss man sich ja mal bedanken. Und auch mal, wer sonst, ich meine, ich freue mich auch drüber, wenn jemand mal 2,50 Euro auf die Telefonkarte schickt. Das ist genauso nett gemeint. Genauso eine Unterstützung. Da freut man sich einfach. Das ist doch was Schönes. Muss man auch mal sagen. Guti, dann sind unsere Unterstützer genannt. Schönes Video. Danke für die tollen Sachen, die wir wirklich gut gebrauchen können. Wir werden uns auch noch mal alles ganz genau angucken, wie alles funktioniert und speziell hier mit dem Kroni, das ist eine feine Sache. Jetzt können wir ein paar Tests machen. Tschüss, Freunde.